Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist es schon wieder Mittwoch, deshalb gibt es heute ein neues Video. Und zwar wurde ich gefragt, wie ich zum Modellfliegen gekommen bin. Das begann eigentlich schon in meiner Kindheit. Da hat mich sowas immer fasziniert, wenn man irgendwas fliegt von selbst. Also ohne, dass ein Mensch drin sitzt oder so in der Art. Aber damals war das als Kind, dass man Modellflug betreibt, war keine Chance. Es gab eigentlich nur Verbrennungsmotoren und der technische Aufwand, wenn man da keinen Erwachsenen hat, der sich damit auskennt und befasst, keine Chance. Heute ist es anders, heute gibt es in jedem Spielwarengeschäft irgendwelche flugfähigen Geräte, aber damals, zu meiner Kindheit, gab es das eigentlich nicht. Ja, irgendwann war die Technik dann so weit, dass man auch so Drohnen und so Geschichten im Laden kaufen kann, relativ günstig. Und da ist es losgegangen mit dieser Drohne. Das war mein erster Flugapparat quasi, also mein erster richtiger. Ich hatte vorher so einen kleinen Helikopter, den habe ich mir mal gekauft, aber das war eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo noch habe. Auf jeden Fall, das war das erste, das ich dann draußen auch geflogen bin. Kann man mit dem iPhone verbinden und dann hat man hier durch die Kamera gesehen, wo man hinfliegt. Bin ich auch im Baum reingeflogen und so Geschichten und dann, über WLAN, das ist die Verbindung ständig abgebrochen und das war eigentlich nicht so das Wahre. Aber es hat schon Spaß gemacht, das muss man mal neidlos gestehen. Als nächstes habe ich mir dann diesen Kameraden gekauft, eine DJI Phantom 2 ist es. Das war schon das neuere Modell, hat GPS mit drin, also die kann man, wenn man irgendwo hinfliegt und man lässt die Knüppel los, dann bleibt sie in der Position stehen und so Geschichten halt und ja. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass man das ja gar nicht so ohne weiteres fliegen darf. Man braucht eine Versicherung und muss Erlaubnis bekommen und das kann ziemlich Probleme geben. Deswegen bin ich dann zu einem Modellflugverein gegangen und da war aber das Problem, mit der Zeit wird es relativ schnell langweilig mit so einer Drohne zu fliegen, weil man kann eigentlich nur vorwärts, rückwärts, hoch, runter drehen und man muss eigentlich nichts können. Der Flieger, also die Drohne, die bleibt selbstständig aufrecht stehen quasi. Gut, das kann man ausschalten, aber das ist dann doch etwas schwieriger, das dann zu beherrschen. Und es macht halt keinen Spaß, also auf Dauer. Mal zum Filmen oder so sind die schon in Ordnung, aber da braucht man wieder Genehmigungen und das ist also in Deutschland und in anderen Ländern mittlerweile auch ziemlich schwierig geworden. Deswegen habe ich mir dann meine ersten Flieger gekauft und die stelle ich dann in den nächsten Videos vor. Ein paar habt ihr ja schon gesehen. Und dann war es das schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.